Pause Ende, es geht weiter. Ja, wir fahren los Richtung unsere Hilfslieferung, ne? Dann düsen wir hier lang. Nur ein Stückchen Schnee und dann geht es im Grün weiter. Fleisch haben wir genug, also wo ist das schon so? Lass mir in Ruhe. Da geradeaus. Da irgendwo muss es sein. Ach, da oben ist es doch. Fast vor der Haustür. Soll ich ihn gerade gefahren lassen? Ach Mensch. Jups, haben wir. Jetzt haben wir auch wieder Munition für unser Pistolchen. Wuppelt, weggerollt. Wie leichtsinnig. Okay. Mal kurz schauen. Nächste bestgelegene Straße. Wir fahren wieder rechts. Wir fahren mal um die Siedlung rein. Im Grunde brauche ich eine Bibliothek, ne? Und sowas ähnliches. Tschüss. Aber im Frost haben wir zu kalt, da wollen wir nicht hin. Oder? Wir werden mal unsere Stadt fahren, die jetzt im warm ist, aber hier Frost ist für mich auch nichts, ne? Das heißt, wir biegen gleich mal nach links ab. Doch richtig, ne? Jeps. Im Grunde muss es noch mehr Städte geben, aber ich weiß nicht genau. Noch heute ist zu spät. Also heute, wir müssen dringend Munition haben, deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt da ein bisschen uns darum kümmern. Also wir brauchen dringend Messing. Eine Klimaanlage habe ich letztes Mal auch gesehen. Das geht auch. Hat auch die Wirkung. Aber hier hat lohnt sich denk mal nicht. Zu wenig. Heute. Das Gute beim Moped, wir sind doppelt so schnell wie ohne Moped. Ne? Mit Fahrrad sind wir schon schnell gewesen, aber mit Moped noch besser. Ein Wolf oder ein Hund, lassen wir links liegen. Fleisch haben wir noch zu Hause vom Bär. Ja, hier so wie jetzt, achso, hier, Walking. Ja, so ein Geschäft mit Bücherei und sowas hier oder Waffenladen zum Beispiel, wäre auch interessant, ne? So, im ersten Haus haben wir mal gewesen, hier rechts glaube ich auch. Wir fahren mal rechts hoch. Und nehmen wir mal hier vorne das Gebäude vor. Und was sehe ich da? Ein Auto.
Metall-Tollparts. Ach so. Gut, kann man mitnehmen, ne? Schraubenschlüssel. Ist ganz schlecht. Die hätte man das auch machen können. Na, wir haben repariert, ne? Ja, wir haben repariert. Axt. Schraube kann nach oben. Ja, wir hätten so einiges auslassen können, ne? Aber gut. Ist meine. Müssen wir kurz nachschauen, was drin ist, ne? Rauskommen können. Kühler zum Beispiel schön. Kühler. Ja, Kühler macht ungefähr 50 Schuss, also genau 50 Schuss. Vielleicht wird es auch ein bisschen besser, wenn man den ein bisschen auflöselt. Kann sein. Aber zur Zeit habe ich noch keinen Kühler gesehen. Rohr, ja, Rohr haben wir auch wieder. Kühler nicht, aber Benzin, na gut. Knacken wir die Tür da vorne. Die Garage. Wir werden ganz kurz ein bisschen auspacken, ne? Bevor man rausgeht. Und Moped. Wenn wir da rein Benzin, dann müssen wir höchstens da raus. Das haben wir nicht dabei. Das kann auch raus. Auch raus. Das behalten wir. Das nehmen wir raus. Öl, das können wir vom Auto eh stecken, ne? Das können wir rausnehmen. Gehen voll, das können wir verkaufen. Wenn wir aufbehalten, das wird auch garantiert gesteckt. Antibiotika. Tabletten, da reichen 10 Stück aus. Das decken wir garantiert. Das brauchen wir schon mal auffüllen. Das hier können wir hier lassen. Gut, da haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Gehen wir rein. Schönes Fundament. Habe ich auch. Also hier kann nicht viel zu holen sein normalerweise. Das ist mir zu leicht. Nö, da gehen wir im nächsten Haus rein. Die fallen wieder im Keller rein. Hat kein Keller, gut. Da ist ein Auto und da gehen wir jetzt rein. Modus, Temperatur, passt. Hier war ich mal gewesen. Komm, einen Kühler brauchen wir. Einen Kühler. 50 Schuss. Das brauchen wir nicht. Also echt verfaultes Fleisch und Papier. Thank you.
Ein Schießpulver. Leute, sehe ich das auch? Ein Messinggriff. Mann, haben wir erschrocken. War ich hier schon mal? Ich glaube schon. Mensch, ein Fertigkeitspunkt, da so viel oder auch wieder. Muss sein. Hier Bücher ja. Ja, ich denke mir, hier waren schon mal gewesen. Ja, dann gehen wir raus. Das Hintervordereingang. Zum unser Moped auf. Macht ja keinen Sinn, wenn wir was. Oh, Klimaanlage. Na kaputt. Ah, das ist gut. 100 Schuss. Oh, habe ich geparkt? Da. Aber wir haben ja schon was gekriegt, ne? Zwei Autos, zwei Kühler, ein Messinggriff. Ja, hier ist auch schön anzusehen. So. Ah, Messinggriff. Man muss ja heutzutage alles nehmen, ne? Wo geht's dahin, ne? Ich wollte mir erstmal leer machen. Gepäck meine ich. Zwar, was kann raus? Das kann ich verkaufen. Kennen wir schon. So, was können wir nicht? Werden wir nicht viel finden. Stofffetzen können wir es decken. Munition haben wir noch eine. Gut, dann werden wir gleich nachladen, so oder so. Schaufel mal sehen. Benzin können wir rausnehmen wieder. Stuhl zerlegen. Ansonsten.
Aber nicht gerade, ne? Gut, dann schauen wir. Die haben hier Tür versperrt. Das und das Messingkristall. Eine Feile, wenn ich auf die Kleinigkeiten froh ich kriege. Alles gut, Messinggriff. Na, wie gesagt, wenn man nichts hat, ne? Nee, für faules Fleisch muss ich echt nicht haben. Ist mir jetzt zu. Bin darauf nicht aus, ne? Also. Was hat das zu bedeuten? Tür zugestellt. Ja, du bist ein gewaltiger Klotz, ne? Gewehr 2, 8 Schuss Munition, Jagdgewehr 2. Ach, gut. Hier muss aber was sein, ne? Hier ist ein Messinggriff dran. Und wieder ein paar Schuss. Zum Scheine. Zur Maschine gemacht, ne? Noch mehr Schussmunition hier. Mal gleich mal aufnehmen, ne? Das muss nur genommen werden. So wie hier. Aber hier verstärkt, hier ist verschwert und Metall. Das machen wir gleich weg. Bitte wie Profi, lauf drüber. Schauen wir oben nach. Vielleicht finden wir noch eine schöne Waffenkammer oder sowas. Wenn wir eher einen Keller finden, glaube ich. Oho. Ich habe mir gedacht, dass da einer hinter versteckt ist, weil das ist ja förmlich zu riechen gewesen.
Ja, brauche ich sowas. Was willst du mir damit sagen? Das Licht geht in die Richtung. Ja, dann aufs Dach. Junger Durst. Dann gönn mir einen. Der Hintern weh. Ja, ein bisschen auffrischen, ne? Und wir gewinnen Platz. Dann können wir das mal gleich mal zerlegen. Auch zerlegen. Gut, dann mal schauen, was oben kommt. Oh, Bücher. Bin enttäuscht. Jacke. Mann, Zwillinge. Grünzeug, ich dachte, was soll ich denn hier? Bin nicht überladen. Das nenne ich mal einen guten Fund. Die wollen länger bleiben. Dann leicht überladen. Apropos Messing. Mittlerweile nehme ich alles mit, ne? Und wenn es nur 10 Schuss sind. Aber wir müssen mehr sein. Hoffe ich jedenfalls. Machst du so einen Krach? So, jetzt heißt geht's in den Keller. Ich bin überladen. Ja, das wollte ich mitnehmen. Mal gucken. Oh. Kann ich ja zerlegen. Die Rohre kann ich auch zerlegen.
Zerlegen wir auch. Dann lassen wir hier. So, mal gucken, ob wir noch zerlegen können. Federn können wir auch zerlegen. Was ist das hier? Naja, irgendwas Zeug, ne? Keine Ahnung. Essen? Stärken wir ein bisschen, ne? Jetzt schauen wir mal. Her. Da. Da kann wir. Da bin ich mir folgt. Da kommen wir nicht durch. Da kann man nicht rein. Da, da nicht, da nicht. Da kann man raus. Gehen wir hier runter, ne? Dose. Das haben wir schon geguckt. Da auch. Da nicht. Haben wir schon gehabt. Keller. Auf jeden Fall ist ein Messinggriff. Dann nehmen wir gleich. Und eine Werkbank. Habe ich euch aufgeweckt? Oh. Mann, hast du Füße. Zuge. Was sagt uns das hier? Ein Fitnessgerät und schon wird hier. Ach, Bier brauchen wir nicht. Fitnessgerät und schon wird hier Steroide verabreicht. Gibt's nicht. Ja. Gut, wir haben bisher zwei Kühler. Viel Messing. Schauen wir hier nochmal nach. Aktuell ist es ruhig. Ja, aktuell, ne? Der stärkste Mann wird nicht überleben. Blei und Federn. Ja, das kriegen wir nicht zerlegt. So gehen wir nicht Platz, ne? Irgendwann, ne? Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Eintopf ist gut.
du hier allein? Ein Soldat. Was hast du hier verloren? Hier war der Gang nach oben, ne? Ah, hier war der andere. Bin überladen. Was haben wir noch zu verlegen? Nichts, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich fahre jetzt eh zurück. Dann seid mal gleich tschüss und ciao, ciao. Man sieht sich dann vielleicht nächste Folge. Tschüss und danke fürs Reinschauen.